In Berlin ist in der Nacht zum Donnerstag ein Binnenschiff auf der Spree in Brand geraten. Aus noch ungeklärter Ursache brach im Bereich der Decksaufbauten, wo sich die Unterkünfte der Besatzung und der Steuerstand befinden, ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen meterhoch aus den Fenstern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war das offenbar stillgelegte Frachtschiff unbemannt und unbeladen. Die Einsatzkräfte waren mit rund 70 Mann vor Ort. Da Brandeinsätze auf dem Wasser für die Hauptstadtfeuerwehr eher selten sind, kam auch Spezialtechnik zum Einsatz, darunter ein Löschboot. Auch ein Boot der Polizei unterstützte die Löscharbeiten. Die Ursache des Brandes ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.